Willkommen bei einem weiteren Borneview, heute mit unserer Flügelspielerin Jana Backus. Jana, die letzten Spiele verliefen ja bei dir sehr gut. Wie fühlst du dich zurzeit selbst? Mir geht's ganz gut. Ich fühle mich gut vorbereitet auf die WM. Die letzten Spiele im Verein liefen auch gut. Deswegen denke ich mal, dass es bei der WM auch läuft. Wo liegen deine Stärken, die du mit ins Team reinbringst? Also mein Schnittschuss ist ganz gut, Technik läuft, dann habe ich eine gute Übersicht. Also wie habt ihr euch vorbereitet auf die WM? Mit welchen Programmpunkten habt ihr euch auf jetzt die WM vorbereitet? Also wir haben zuletzt bei den Herren mit trainieren dürfen, einmal die Woche. Hatten wir auch zwei Teameinheiten mit dem Damen-Russfeld-Team und noch eine extra Technikeinheit. Und jetzt in den letzten Wochen hatten wir auch noch eine Physiseinheit für die Nazio-Spielerin. Und da haben wir dann jetzt zuletzt den Wert auf Sprints gelegt, damit die Schnelligkeit besser wird. Und was erwartest du persönlich von der WM? Ja, also ich denke, dass wir ganz gut zusammenspielen können. Das lief jetzt auch beim Polish Cup zuletzt ganz gut. Und dann wünsche ich mir, dass es jetzt auch mal mit dem Tor klappt. Zuletzt waren es jetzt nur zwei Assists beim Polish Cup. Das ist so ein Ziel. Ist für dich was Besonderes, dass es jetzt in der Schweiz ist? Glaubst du, da wird was anderes sein, als jetzt hier im Verein zu spielen? Ja, also auf jeden Fall mehr Zuschauer. Die Stimmung wird dann wahrscheinlich auch nochmal besser sein. Okay, dann wünschen wir dir viel Erfolg und hoffen, dass es mit einem Törchen klappt.